Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wir haben wieder eine skandinavische Auszeit, denn unsere Goodiebox ist angekommen. Meine Goodiebox ist angekommen, aber ich teile sie mit euch. Deshalb ist das unsere, was haben wir diesmal? Goodiebo. Unsere Goodiebo ist da. Manchmal schaffen sie es, den kompletten Namen raufzukleben. Aber heute ist es eine Goodiebo. Und es lässt sich nicht abreißen. Gut, kein satisfying Moment hier mit Dani. Es tut mir leid. Ich erzähle euch trotzdem was darüber. Und zwar haben wir eine Goodiebox aus Skandinavien. Ursprünglich aus Dänemark, um ganz genau zu sein. Da ist es. Und sie kommt uns monatlich besuchen für 19,95 Euro. Bietet uns in der Regel 5 Produkte, mehr Pflege als dekorative Kosmetik. Und ich komme zurück zu mir. So, minimal abgelenkt, ne? Wir haben hier hauptsächlich skandinavische Pflege. Ich habe hier schon tolle Marken entdeckt, dank der Goodiebox. 19,95 Euro kostet sie im Monat. Ihr könnt aber die aktuelle Welcome Box, hier eingeblendet, für 9,95 Euro bekommen, wenn ihr meinen Link unten benutzt. Da zahlt ihr quasi die Hälfte, habt hier einen Inhalt. Hier ist so ein, ihr seht es. Moshi Moshi meint Haartaul dabei. Wie heißt denn das? Handtuch, ne? Haarhandtuch. Kennt ihr diese dreieckigen? Finde ich super cool. Habe ich 2 von hier bei mir. Mein Highlight ist aber tatsächlich der Kabuki. Der ist toll. Die, wie heißt es denn? Ihr seht das alles. Egal. Mein Highlight ist die Handcreme. Das ist diese Pink Molecule Handcreme. Ich hatte die auch mal, die ist leer. Das wäre fast tatsächlich ein Grund für mich, nochmal eben jetzt ein Abo abzuschließen oder meinen Mann zu überreden, ein Abo abzuschließen, damit ich dann für 10 Euro diese Handcreme wieder bekomme, weil die ist wirklich, liebe diesen Duft. Ich habe auch heute wieder so einen Molekularduft drauf von Äther, heißen die so? Super? Oh, ich liebe es, ich weiß auch nicht, ich bin süchtig danach und das ist ein Duft, der immer wieder in die Nase kommt, auch den Tag über. Ich liebe das und diese Handcreme ist auch mega geil. Ja, dann wir haben noch ein Puder, wir haben noch was für die Haare, also ziemlich viel dabei, ein Deo, das ich aber gar nicht kenne. Nee, bis jetzt nicht, von Gaia. Und jetzt habe ich euch quasi alles vorgelesen. Ne? Aus dem Kopf, weil ich es selber nicht sehe. Das ist das Wunder der Technik. Wir schauen jetzt mal, was die reguläre Oktoberbox, ja, Oktober sind wir, mitbringt. Und, oh, das Design kenne ich noch nicht. Schwer. So sieht's aus. Wie schön bist du? Es erinnert mich an so eine rangezoomte Sonnenblume oder irgendeine Mondblume. Nee. Oh. Sehe ich gut. Seerosenblätter? Was ist das? Vor allem ist sie vorne ganz zart, blank. Und die Umverpackung? Oder ist es so eine... ich bin ja auch voll die Pflanzenfrau. Haha, nein, nicht... Gigantea, diese Riesen. Egal. Ich sag nichts mehr, ist peinlich. Wir schauen, was drin ist. Ne? Da kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser mit aus als mit den Pflanzen oben drauf. Auf jeden Fall sehr schön. Vielleicht eine, die ich mal wieder so stehen lassen würde. Denn manchmal, kann ich euch ja mal zeigen, stelle ich mir die so hin und packe hier meine Paletten rein. So quasi. So. Wisst ihr? Habe ich hier auch stehen. Ich finde das Design schön. Vielleicht mache ich das wieder. So. Und sonst behalte ich sie so und benutze sie als Schubfächer. Das seht ihr alle, ne? Super praktisch dafür, die Goodiebox. Hier haben wir einen Flyer dabei. It's time for me time. Genau, das steht da jedes Mal drauf. Und auf der Rückseite haben wir einen QR-Code. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ihn nicht gescannt. Ich scanne ihn jetzt nicht. Ich habe mich vorher eingeloggt und auf mein Unboxing geklickt und hoffe, dass das jetzt funktioniert. Denn hier ist die aktuelle Box. Ich habe noch nicht drauf geschaut. Und wir hoffen einfach mal, dass es klappt. Yes! Oh, Leute! Dann haben wir hier ein volles Paket. Es ist wirklich voll. Ach, wir machen hier mal auf. Und ich bin super gespannt. Immer noch meine... Oh, das sieht voll aus, oder? Meine Favoritenbox. Tatsächlich. Auch wenn es viele Leute gibt oder einige oder wie auch immer, die sich beschweren, die sie nicht mehr toll finden, ist mein Favorit.
Wir haben diesen Oktober die Mindful Moment Box. Wenn die leuchtenden Farben des Herbstes die Welt um uns herum einfärben, ist es die perfekte Zeit, um innezuhalten, nachzudenken und sich auf die gemütliche Zeit des Winters vorzubereiten. Willkommen bei der The Mindful Moment Box, deinem Schlüssel zur Selbstfürsorge und zum Einfangen der Essenz der Jahreszeit. Schön. Diese Oktoberbox wurde mit Bedacht zusammengestellt, um dich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Jeder Artikel in der Box wurde sorgfältig ausgewählt, um Achtsamkeit, Selbstliebe und inneren Frieden zu fördern. Jeder Artikel ist darauf ausgelegt, deinen Körper und deine Seele zu nähren, von luxuriösen Hautpflegeprodukten bis hin zu hypnotisierenden Parfüms und wirkungsvollem Make-up. Yes, ich hab Bock! So, hat man gesehen. Wir beruhigen uns. Yes! Ich denke nämlich an so richtig wohlige, warme Düfte. Und jetzt bin ich eh bei diesen Molekulardüften gerade. Die sind nicht wohlig warm, die sind einfach nur geil. Aber wir beruhigen uns und schauen mal rein, wenn er denn lädt. Womit fangen wir an? Wir fangen mal hiermit an. Ach, okay, kennt man, ne? Avant, was haben wir denn hier? Ihr seht es schon, Shea Butter sehe ich, eine Sleeping Mask, 8 Hour Radiance Renewal Sleeping Mask, 50 Milliliter, nochmal in schön, also eine Nachtmaske, eine Nachtcreme, die ihr drauf lassen könnt, wie eine Maske mit Shea Butter, heißt schön fettend und nährstoffgebend, Moringa, Reis und Panthenol. Ja gut, also wirklich volle Möhre Fettigkeit für die Haut. Ne? Erlebe eine Verwandlung über Nacht mit der 8 Stunden Radiance Renewal Sleeping Mask. Shea Butter, Reiskleie und Panthenol bringt diese Maske Wissenschaft in deinen Schönheitsschlaf. Aha, Shea Butter, Antioxidantien, ein Weichmacher. Sorgt für eine jugendliche, geschmeidige Haut und reduziert Falten. Ich wurde tatsächlich letztens gefragt, warum ich hier keine Falten habe, ob ich da was gemacht habe. Zugenommen. Zählt das? Dann sind die Falten ausgefüllt. Keine Ahnung, die kommen schon noch. Irgendwann, ich habe sie noch nicht gefragt. Reiskleie, die reich an Vitamin E und Fettsäuren ist, versorgt deine Haut mit Feuchtigkeit und lässt sie wieder strahlen. Panthenol heilt geschädigte Haut und lindert Reizungen und Entzündungen. Brauchen wir nicht alle ein bisschen Panthenol? Ich wünsche uns allen ein bisschen Panthenol zum Heilen. Sehr schön. Das wird den Preis schon mal mega nach oben reißen, schieben, drücken. Ihr habt ihn schon gesehen. Ich schau mal weiter. Wobei, ich kann es mir denken, was haben wir denn da? Ich rate mal 90 Euro. So. Dann haben wir... Ach, schaut mal. Habe ich euch gerade in der Welcome Box gesagt, dass ich noch nicht weiß, was das ist? Jetzt haben wir es hier drin. Gaia and Mask Me Up. Mask Me Up finde ich toll. Be Mindful of the Planet. Bergamotte und Limonendeodorant. 60 Gramm. Das wird so ein Hochdruckdeo sein. Ich mache mal den Kleber auf. Au! Oder auch nicht. Au! Ich mache eher meinen Fingernagel ab. Oh, Hilfe! Übrigens, der Nagellack ist aus dem Goodiebox Adventskalender, fällt mir gerade ein. Er ist endlich angekommen. Ich habe ihn euch schon ausgepackt. War das jetzt ein Spoiler? Zu spät, ne? Ihr wisst ja nicht, wo, wann, wie. In welchem Türchen. Oh, riecht das gut. Das erinnert mich ein bisschen an so eine Mückenkerze. Hä? Ich dachte gerade, ich muss das hochdrücken, aber dann kommt halt das Ding raus. Aber das bringt mir ja nichts. Sehr zitrisch. Bergamotte und Limone stand da, ne? Zitrone. Was haben wir denn hier? Antitranspirant haben wir sogar. Das ist ein Antitranspirant. Mask Me Up, super schön, mit einer Portion Ökoliebe. Dieses Deo zeichnet sich durch eine harmonische Mischung aus umweltfreundlichen, nachhaltigen Elementen aus. Der wunderbare Duft, das stimmt tatsächlich. Es ist ein richtig schöner, angenehmer Duft. Oder wie so Zitronenbonbons, wenn man raufbeißt und dann das Flüssige da rauskommt. Also ein bisschen ne, wie dieses Nimm 2, aber nicht so süß, sondern zitrischer. Aber was mache ich jetzt damit? Muss ich das so festhalten? Oh, nee. Wird schon irgendwie funktionieren. Gently push the button. Ja, aber dann... Ich glaube, es ist kaputt. Ich glaube, es ist kaputt. Dann muss ich es aufschneiden. Aber es riecht halt echt schön. Sonst nehme ich es als Duftkerze oder stelle es in meinen Schrank. Ich fürchte, es ist kaputt, tatsächlich. Gut.
Aber der Geruch ist mega, dann entfremde ich das oder ich schneide es auf. Muss ich mal schauen. Dann ist es ja auch nicht schlimm, dass ich es aufgemacht habe. Denn weitergeben kann ich es eh nicht, weil es kaputt ist. Ne? So, also was haben wir? Eine Schlafmaske und einen schönen, wohligen, fruchtigen, nee, zitrischen Duft für unter die Arme. Sehr schön. Dann haben wir, nehmen wir dich als nächstes. Nee, wir nehmen das als nächstes. Tromborg. Tromborg. Eine. Oh, ja, nein, ja. Ich lese hier. Brown Mascara. Eine braune Mascara. Die bleibt ja auf jeden Fall bei mir. Ich wollte immer eine. Habe ich mich nicht gerade erst mit Sassi darüber unterhalten? Ja, ne, Sassi? Dass ich farbige Mascaren ausprobieren möchte. Und braun ist ja mal mega geil, weil das so der Einstieg ist. Und vor allem so mit meinem Herbsthaar hier gerade. Bist du braun? Ja. Oh, ist das schön. Ich habe eine braune Mascara. Und ich freue mich so. Ach Mann, Leute, ich mag die Goodie Box. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Alle sagen, die Goodie Box, wieso feierst du die noch? Deshalb. Ich freue mich richtig. Aus Dänemark. Tromborg kennen wir. Tromborg kennen wir von Lippenpflege, von Handcreme, von. Jetzt hatten wir auch was. Also, Tromborg kennen wir. Und nun haben wir eine braune Mascara. Und das Bürstchen gefällt mir auch gut. Habt ihr gesehen, ne? Das ist genau mein Bürstchen. Wie cool ist das denn? Wir haben wieder eine Mascara, aber wir haben endlich mal eine braune Mascara. Entschuldigung. Ich freue mich, das ist also mein Highlight. So, auch wenn es nicht das teuerste ist. Wie geil ist das denn? Trennt deine Wimpern bis zur Perfektion, verleiht viel Länge und Volumen. Die Farbe ist ein tiefes Braun für einen wilden, intensiven Look. Habt ihr eine braune Mascara? Nein? Möchtet ihr mal eine haben? Ich auch. Das freut mich richtig gerade. Finde ich richtig cool. Yes. Und es ist keine Pflege, es ist dekorative Kosmetik. Also auch wieder was für jeden dabei. So, dann haben wir was Großes. Deshalb war dieses Paket auch so schwer. Was haben wir denn hier? Handseife. Shampoo. Number one. Alchemist. Nee, Mistee. Alchemist-Tee. Da ist ein Apostroph drauf. Mit Rosehip und Panthenol. Also Hagebutte und Panthenol. Oh. Mm, das riecht einfach nur total clean, ne? Nee. Das riecht fruchtig und clean. Oh, riecht das gut. Ich mag Düfte. Leute, ich mag Düfte. Mm, aber da stand was von Parfüm, ne? Ich glaube nicht. Aber egal, ich habe hier ganz viele schöne Düfte drin. Shampoo, Cleanse and Prepare. Das ist schwer. Was haben wir denn hier? Ich zeige es euch gleich nochmal. 300 nur. Also was heißt nur, ne? 300 Milliliter. Hm, so seht ihr es vielleicht. So, hier glänzt alles. Number one. Da gibt es dann wohl mehr. Ah, Use with Conditioner Number two. Den habe ich nicht. Ich kann es wahrscheinlich auch alleine nutzen, oder? Steht hier irgendwas drauf? Nö. Also, Hydrating Shampoo heißt für mich feuchtigkeitsspendendes Shampoo. Die sieht man nicht, du kommst hier hin. entweder das Alchemist. Ah, du hast entweder das Alchemist Shampoo Base Nummer 1 oder den Conditioner Nummer 2 in der Box diesen Monat. Das Shampoo ist ein außergewöhnliches Shampoo, das ein sauberes, frisches Haarerlebnis verspricht, das dein Haar weich, glänzend und gesund macht. Unabhängig von deinem Haartyp. Der Conditioner ist erstaunlicher Conditioner, der dein Haar weich und voller Vitalität macht. Die Spülung ist ideal für alle, die ihr Haar auf sanfte Weise pflegen und verjüngen wollen. Okay, heißt, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass wir wieder gleiche Produkte haben, ihr Lieben. Dass wir wieder hier sitzen und uns für den anderen freuen, weil wir das Gleiche haben. Und ein bisschen was lernen über die Goodiebox. Und uns nicht ärgern, dass jeder was anderes hat und irgendwelche Highlights nicht drin sind, dafür alte Produkte, die wir alle schon kennen. Bitte, bitte, bitte. Denn sonst würden wir doch jetzt nicht hören, dass es zwei Auswahlprodukte gibt. Oder? Oder? Ich habe Hoffnung. Bitte schreibt mir unten drunter. Ich muss das wissen. Ich bin manchmal ein bisschen traurig nach meinen Goodiebox-Videos, weil ich meine so toll fand und dann unten drunter lese, dass es nicht bei allen so war. Aber ich muss auf dem Laufenden bleiben. Schreibt mir unbedingt drunter. Jetzt kommt das letzte Produkt. Was haben wir denn da? Das sieht so nach Papaya aus, ne? Ich weiß auch nicht. Dr. Botanicals LM Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter. Ja, eine Butter. Eine 50 Milliliter, wie heißt denn das? Körperbutter. Rescue Butter. Also wie eine fette Creme.
Vor allem so, jetzt kommt halt die kalte Jahreszeit. Das ist so eine Rescue Butter. Also würde ich sagen, für Ellenbogen, für rissige Hände, für raue Schienbeine haben auch einige, ne? Wir schauen mal, was hier drin steht. Oh, eine Face Cream. Ups. Ach, nutzt sie, wo ihr wollt. Die Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter ist schon seit langem ein Favorit von Goodiebox. Und das aus gutem Grund. Sie enthält 98, nein, 96% natürliche Inhaltsstoffe, ist vollgepackt mit Mineralien, Antioxidantien und Vitaminen, die stumpfe und trockene Haut sofort erneuern. Die vielseitig einsetzbare Zitronenbutter, sag ich doch, wurde entwickelt, um hartnäckige, trockene Hautpartien zu pflegen, die du einfach nicht los wirst. Diese Butter ist so praktisch wie vielseitig. Verwenden? Wer hat recht? Verwende sie für alles, von trockenen Ellenbogen und Knien bis hin zu Händen und deinem Gesicht, nachdem du dich von dem Schlafengehen gereinigt hast. Ja, ich hab's auch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Perfekt. Ich rieche mal dran. Das ist ja noch wichtig, aber Lemon klingt schon mal gut, ne? Ich rieche gar nichts. Okay, wir machen mal so. Oh. Oh, die ist gar nicht so fett, oder? Doch, doch. Ich rieche gar nichts. Es riecht nur nach Butter. Nee, es riecht überhaupt nicht nach Zitrone oder so. Also, wer das nicht mag, Glück gehabt. Ich finde es ein bisschen schade. Es riecht richtig warm butterig. Jetzt habe ich sie mitten auf der Haut. Ich nehme es jetzt als Handcreme. Ne? Mitten auf der Haut ist auch schön. Mitten auf der Hand. Nee, es riecht einfach nur warm, butterig. Trocken, butterig. Ja, wie so eine Wachscreme oder so. Also tatsächlich überhaupt nicht zitrisch oder so. Das ist die Lemon. Aber nee. Nö. So, das war's. Das war's. Wir haben es geschafft. Unsere Box ist leer. Ja, hier kommt auch nichts mehr. Was sagen wir denn dazu? Oh, die ist wirklich fett. Ja, wir haben erstmal einen Gesamtwert, der ist mega. Also das sind ja was. Ja, ihr habt sie nicht gesehen. Bitte schön, ne? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben Avant, wir haben Trombok, wir haben, was die kostet. Ich glaube, die ist aber auch ein bisschen teurer, ne? Die beiden Sachen werden so normale Durchschnittswerte, 7 € oder so. Keine Ahnung, ihr habt es schon gesehen. Was soll ich jetzt raten? Hat sich total gelohnt. Mein Highlight. Die Mascara. Und habe ich ein Fail? Naja, das Shampoo, hier, der Deo-Stick ist leider kaputt, aber dafür riecht er umso geiler. Ich muss mal gucken, was ich damit anstelle. Passt es zum Herbst? Wir haben eine Nachtcreme, wir haben Shampoo. Shampoo geht immer. Obwohl die Haare retten nach dem Sommer, ne? Das ist dann wahrscheinlich die Herbstzeit. Deo, geiler Geruch. Die Creme, ja, passt. Ja, passt. Und eine braune Mascara. Ich finde es mega. Ich finde, es passt zum Herbst und ich finde, sie passt auch gut zum Motto Mindful Moments. Also quasi, wir setzen uns hin mit einer Decke, Maske auf, Haare frisch gewaschen. Der Duft ist toll von dem Shampoo, ich merke es richtig. Sind eingelullt und kümmern uns um unsere rissigen Hände oder Knie, Ellenbogen und besinnen uns mal darauf, was diesen Sommer passiert ist, was unsere Ziele waren, ob wir da sind, wo wir sein wollten. Und wenn nicht, wie wir die Zeit im Herbst jetzt nutzen, um dahin zu kommen. So, bin ich dabei. Ich bin begeistert. Wieder. Wieder, ihr Lieben. Jetzt bin ich raus. Was sagt ihr? Bitte unten in die Kommentare. Schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Ich muss es wissen und ich werde ihr ewig treu bleiben. Das war jetzt ganz schön hochgegriffen, ne? Meine liebste Box. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Punkt. Aus. Ende. So, sagt mir gerne Bescheid, was ihr dazu sagt. Ich bin raus und ihr lasst euch nicht ärgern.